Herzlich willkommen zurück. Wir spielen Pokémon Unite. Und das frühmorgens an einem Sonntag. Juhu. Ach, meine Stimme ist noch nicht geölt, also verzeiht mir, wenn ich noch etwas rau klingen sollte. Ach ja, wir kriegen hässliche Schuhe, sehr schön. Die wollten wir schon immer haben. Wir haben eine neue Mail. Friend Notification. Ah, okay. Da hat jemand unsere Freundschaftsanfrage akzeptiert, das ist doch nett. Was ist hier noch? Ach ja, Klosett. Geh mal mit dem Wasserklosett, ganz ehrlich. Nein. Nein. So. Ich würde sagen direkt. Wobei. Hier gibt es immer noch nichts Neues, oder? Nö. Wir schauen uns noch mal kurz an, was uns noch alles erwartet an einem Logboni. Das sind nur noch die beiden, okay. Ja, ich nehme nicht an, dass wir dafür einen Ersatz bekommen. Irgendwie die Münzen zurück oder so, wäre geil. Aber, naja. Die Tickets sind gut. Alles klar. Ich würde sagen, wir fangen wieder mit dem Quick Battle an. Dann ist das erledigt. Oh, mehr Stadium, sehr schön. Und ich würde es gerne doch nochmal mit Gardevoir im Quick Battle versuchen. Es lief gestern an nicht optimal, aber es ist halt diesmal das Mer Stadium. Achso, hier müssen wir wieder ewig weit scrollen. Ja, sehr schön. Wir geben Bescheid, dass wir unten lang laufen und sehen uns in Fight. Und es geht los. Ja, die Gegner haben einen Cramorant dabei. Ich hoffe sehr, dass der auf der anderen Lane ist. Das könnte das Spiel am Anfang ein bisschen... verzögern für uns. Das könnte ein bisschen nervig werden. Okay, wo sind die ganzen Gegner? Also die ganzen wilden Pokémon meine ich damit. Dieser Samen verpfeift dich. So, mal schauen, wir sind Level... da kommen welche, sehr gut. Ach shit, jetzt kommen die hoch, oder was? Lucario, verpiss dich, ehrlich. Du bist so ein Spacko, Alter, verpiss dich, ey. Oh, oh. Haha, dein komischer Scheißschlag ging daneben. Wieso ist der eigentlich schon entwickelt, Alter? So ein Mongo. Ehrlich, wir brauchen die EP. Tut mir leid, Nebulak, aber wir kommen da mit. So, wir haben Future Sight. Das ist schön. Nur die Frage, was das komische Bisaflor da macht. Bisaknosp. So, Lucario wurde von der Bombe getroffen, das ist schön. Psychokinese, sehr gut. Ah, shit. Es ist gerade so der Bombe entkommen, dieses Bisaknosp. Das ist so gemein. Okay, Zapdos ist down, cool. Kriegen wir die jetzt mal irgendwie kaputt oder was? Moment, wir können punkten. Stimmt, die kriegen hier gar keine Genesung. Ja, geile Sache. Ein bisschen ätzend schon teilweise. Also die Gegner. Verfolgen die jetzt unser Gengar oder was? Boah, Alter. Wir können uns nicht porten, das ist schlecht. Ja, ehrlich, wir hätten Gengar einfach nicht helfen sollen. Mann, ach so, der macht hier nur einen. Oh.
Wenigstens haben sie die gegnerische Base da oben kaputt gemacht, ehrlich. Wenn die schon die ganzen Gegner hier haben, dann sollen die da oben wenigstens vorankommen. Okay, sehr schön. Wir haben Future Sight Plus, das ist ja schon mal was. 29, das reicht. Ah, cool, zapp das. So, du wirst jetzt weggebombt, mein Freund. Du hast uns lange genug genervt. Okay, unser Ultimate ist bereit und deren Basen sind alle kaputt. Cool. Da war Cramorant. Wir warten kurz, bis die ein bisschen zusammen sind. So, jetzt. Das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Die waren auch nicht zusammen. Diese dummen Pimpfe, ey. Los, ab so, jetzt mach mal was für dein Geld. Wirklich. Wieso ist er denn da vorne? Du Spaß, gehst mir schon die ganze Zeit auf die Nerven. Ah, er ist jetzt tot. Dieser Flor. Ja, du gehst auch drauf, ehrlich gesagt. Kann nicht wahr sein mit diesem scheiß Cramorant, ey, dass uns jetzt auch auf den Sack geht und wir wieder zurücklaufen müssen. Okay, Zapdos ist wieder da. Eieiei. Die haben unser Team ja ganz schön kaputt gemacht. Oh, Alter. Wieso haben die dieses Scheißding so gefeedet, ey? Warum? Ach, immerhin haben wir gewonnen. Auch wenn es ehrlich gesagt nervig war. Wir haben nur einen Kill, ernsthaft. Na gut, wenn es so mistig läuft. Nee, nochmal kämpfen wir garantiert nicht. Nicht im Quick Battle. Mal schauen, ob irgendein Freund online ist. Nö. Wie ist das mit dem Ranked? Ich weiß nicht. Das lassen wir erstmal unbeeinflusst. Gestern lief das eigentlich dann noch ganz gut. Ich habe auch noch ein bisschen Offscreen gespielt. Da waren die Gegner wieder normal. Also die ganzen anderen Spieler, mit denen man zusammengespielt hat, waren wieder normal. Die Teams waren ausgeglichen. Es war nicht mehr einfach nur permanent David gegen Goliath. Sehr schön. Gordovor haben wir. Wir sehen uns in Fahrheit. Und es geht los. Ja, traumhaft ist das, sind die gegnerischen Pokémon-Auswahl jetzt nicht. Aber mal schauen. Deren Pikachu könnte am Anfang nervig werden, aber ich glaube, später ist es dann gar nicht mehr so schlimm, wenn wir erstmal unseren Seher haben. Der Seher ist halt die Bombe. Weil das Pikachu kommt eigentlich nicht... Also es bewegt sich einfach nicht großartig und bleibt tendenziell, glaube ich, eher in der Bombe stehen. Deswegen ist es dann okay, denke ich mal. Bislang kriegen wir so einiges ab, das ist gut. Pfeif dich mal, du sollst hier nicht punkten. Mongo, Alter, ey. Stirbst du dafür? Du stirbst, oder? Sehr schön. Pikachu wartet da oben, dann gehen wir jetzt punkten. Aha, danke, Pikachu. Nett von dir. Schauen wir doch mal, ob wir es nicht... Es ist kurz AFK gegangen, habe ich gedacht. Aber nö. Bisasam, du bist ein Arsch, ehrlich. Ein riesiger, fetter Arsch. Machst da nichts bei den Mistviechern und dann haust du uns da den Kill weg. Ehrlich. So, dafür haben wir jetzt die, das hast du davon. Er dreht wieder um, sehr schön. Oh cool, wir haben unseren Seher.
Das finde ich sehr gut. Nee, unser, den schnitzt du sonst nicht weg. Du wunderschönes Wandgemälde, du. Er steckt hier drin. Ah, schade, ist abgehauen. Den kriegen wir doch, oder? Den kriegen wir. Zumindest verjagt. Um zu punkten. So, jetzt guckt er nämlich dumm. Den hauen wir auch noch rein. Nur weil er uns so genervt hat. Wie ist das mit ihm hier? Den nehmen wir mit. Rednor kommt gleich. Kriegen wir die auch noch? Ne, er ist schon wieder da. Ja. Das hast du nicht kommen sehen, was? Oh Mann, jetzt schnetzelt er uns den Kill weg, ey. So ein Assi. Wirklich. Bisaflor, du nervst. Aber richtig. Du nervst extrem. Achso, jetzt sind sie despawned. Na gut, dann holen wir uns Dreadnought. Denkt sich Absol auch. Aber wir laufen außen rum, weil er kriegt jetzt gleich den Hit ab. Ja, genau. Und sonst wären wir auch getroffen worden. Hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Okay, sehr schön. Psychokinese ist da und Lucario und Dings. Shit, unsere Bombe ist nicht bereit. Das ist ein bisschen unschön. Jetzt ist sie da. Jawohl, das ist nett von ihm, dass er kurz stehen geblieben ist. So hatten wir die Möglichkeit, ihn wegzubomben. Und die Punkte nehmen wir natürlich mit. Ist ja klar. Da sollte die Bombe doch gar nicht hingehen. Auch man, jetzt kommt er an, während unsere Bombe auf Cooldown ist, ehrlich. Mit Pikachu. Okay, unser Schild ist noch da. Immerhin. Er hat ihn geslowt, aber er kam trotzdem leider aus unserer Bombe raus. Okay, Pikachu müsste hier unten irgendwo rumtingeln. Boom. Ja. Bombenspaß, ne? Finde ich auch. Den nehmen wir natürlich mit. Okay, die Bombe ging daneben. Schade. Der ist tot. Nehmen wir natürlich noch mit rein. Alles, was geht. Der hat sich immer noch nicht entwickelt. Das ist so geil. Down. Okay, Dreadnought kommt gleich schon wieder. Cramorant kommt jetzt von oben an. Ein bisschen spät, aber naja. Ich würde sagen, wir holen uns gleich nochmal Dreadnought. Das waren unsere. Hier, 11 Sekunden, die warten wir jetzt einfach kurz ab. Wir können ja noch kurz dieses Krebsgore da links mitnehmen. So, das dürfte reichen. Ja, es reicht. Nein, es reicht nicht. Ernsthaft. Mit einem Schlag. Der nervt echt immer gewaltig mit seinem komischen Stun-Ding. Okay, Absol hilft uns wieder. Das ist schön. Ein Bombenspaß. Auch wenn die Bombe das Ding diesmal nicht gekillt hat, sondern es war der ganz normale Autohieb. Ja, das Ding ist auf jeden Fall weg. Das macht ihr schon irgendwie, oder? Ja. Ernsthaft, immer noch nicht. Jetzt aber. Dann gehe ich mal hoch. Dann sind da oben direkt 30 Punkte weg. Ich denke mal, das ist ganz vorteilhaft. Die nehmen wir natürlich mit. Kann nicht schaden. Stirb. Okay, Future Sight Plus, sehr schön. Und das Ding ist auch down. Ich weiß nicht, was das Pikachu da oben macht. Ich würde sagen, wir holen einfach nochmal kurz Rotom mit, oder? Wir besorgen uns einen neuen Freund. Oh, das ist ein Gegner. Der ist auch noch rausgecharged hier aus unserer Bombe. Okay,
Okay, sie ist wieder bereit. Er geht punkten. Oder auch nicht, er geht sterben. Sehr schön. Die haben sich das gleiche mit Rotom gedacht wie wir. Die Bombe tut ihr Werk. Das waren noch wir, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt mit Rotom an. Und wir haben wieder 40 Punkte im Schlepptau. Zapdos spawnt auch bald. Mal schauen. Rotom ist drin, sehr gut. Wir punkten instant. Wer würde es nicht tun? Was, das Pummeluft? Das ist Level 3. Ernsthaft? Okay. Dann wird es jetzt ein richtiges Bombenvergnügen. Ich weiß nicht, was da mit denen passiert ist, ehrlich gesagt. Wir holen uns Zapdos. Ein 4er-Kill-Streak, Alter. Das läuft. Ein 4-fach-Kill, ey. Ich glaub's nicht. Ich würde sagen, wir bleiben hier stehen und holen uns Zapdos. Das war nicht unser Kill, aber wir nehmen die Bälle hier mit. Da oben sind auch noch welche. Da komm, jetzt geh schnell drauf. Danke. Und Zapdos ist ja nicht ewig da. Ich hätte gerne auch nochmal 100 Punkte reingeballert, aber wir müssen uns dann mit 96 zu... Nee, Moment. 94 zufrieden geben. 3, 2, 1. Jawohl, es hat gepasst. Ja, schon irgendwie lustig. Oh, der will uns ärgern. Das Pummeluft gehört uns. Wir hauen ein paar Bomben rein. Damit wir uns wieder regenerieren. Okay, da ging jetzt beides daneben. Das ist ja schade. Ah, dieses Lucario, ey. Das ist flink wie ein Wiesel. Hier, jetzt haben wir es in die Luft gejagt. Sehr schön. Ich denke immer, dieses Ding sieht aus wie ein Plusle. Das sieht immer voll aus wie ein Plusle. Kriegen wir das Ding hochgejagt, weil es nur so wenig Life hat? Nee, ne? Nee. Schade. Alles nochmal reinhauen. 1000 Punkte. Schön, schön. Ja, diesmal lief es doch gut. Es war schon ein bisschen schade für die Gegner, weil die haben ja teilweise Level 3. Das ist dann schon ein bisschen heftig. Oh, der Affe hat ja ganz schön zugelangt, wie man sieht. Ordentlich, ordentlich. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben ein bisschen mehr als 12 Kills. Wenn wir sogar schon eine 4er-Kill-Streak drin hatten. Aber naja, gut. Naja, für uns lief es. Also, ich gönne es den Gegnern schon, dass sie ein bisschen besser sind. Das war jetzt schon... Das war im Grunde das, was wir jetzt die ganze Zeit hatten. Also, ja. Naja. Ich meine, für uns als Team ist es natürlich super, aber... Und es macht auch mal ein, vielleicht zwei Matches Spaß, so zu gewinnen. Aber grundsätzlich ist es dann doch schön, wenn sie wenigstens ein bisschen was machen können. Also das wird man denen dann auch schon gönnen. Ich jedenfalls. Okay, wir sehen uns in Fight. Und es geht los. Ich habe jetzt bestimmt wieder an die 2 Minuten Ladezeit einfach nur weggeschnitten. Boah, ey. Erst hat es keiner auf die Reihe gekriegt, da bereit zu drücken. Ich will nicht hier zu dritt lang laufen. Okay, Bisasam geht in die Mitte, das ist gut. Ja, ganz ehrlich, den gönne ich dem. Er hat uns den oben gelassen. Also Bisasam und mir. Ja, und den gönne ich ihm auch. Dann ist es ein bisschen ausgeglichen. Warum nicht? Ist doch auch mal nicht schlecht. Okay, er beschäftigt das Glumanda, während wir den Typen hier kaputt machen. Gut, gut. Unsere Punkte.
Und er punktet direkt und wir ziehen natürlich nach. Ein bisschen fehlt uns aber noch fürs Level 4. Ich glaube, er hat das Glumanda gekillt oder es ist hier vorne nirgendwo mehr. Ja, da ist es jetzt wieder. Und wir schnetzeln deren Pokémon weg, das ist cool. Du gehst nicht punkten, das kannst du mal schön vergessen. Da müssen wir raus aus dem Flammenwirbel. Mal gucken, sind wir stark? Wir sind stark genug. Gute Sache. Komm mal, ja genau, Affe, mach mal. Dankeschön, dann können wir jetzt nochmal gut punkten. Die 8 nehmen wir mit. Dann sind wir Level 5. Okay, also Glumanda ist hier unten scheinbar alleine. Das ist hart für ihn. Die 13 Punkte sammeln wir jetzt auch noch rein. Das Ding ist bald kaputt. Dann müssen sie da oben zu viert sein. Ich würde sagen, nachdem wir das Ding kaputt gemacht haben, gehen wir mal hoch und helfen da mal ein bisschen. Wir sind hier nur zu zweit, wir sind zu dritt und sollten das irgendwie eigentlich gehalten kriegen. Okay, jetzt ist Lucario unten. Ach so, wir haben die Bombe schon erlernt und ich nutze sie die ganze Zeit nicht. Das ist ja clever. Ah, schade, da ist er jetzt aus der Bombe raus. Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Wahrscheinlich will er einfach nur sterben. Es sah für mich jedenfalls so aus. So, 13. Da sind noch 33. Eieiei, das ist aber... Warum, du Arsch? Wirklich? Das andere Vieh war Level 4. Warum gehst du gezielt auf uns, du kleiner... Ah, du wunderschönes Wandgemälde, Alter. Ehrlich. Das ist unser. Das war wirklich asozial. So absurd. Jetzt verpiss dich nicht. Du Arsch, hast gefälligst zu sterben. Der räumt hier alles weg. Das kann ja nicht wahr sein. Da hatten wir ja Glück, dass wir durchs Gras entkommen sind und der Affe steht da einfach nur dumm rum. Affe, mach was. So, den jagen wir jetzt echt in die Luft. Und er klaut unseren Kill, Alter. Und er klaut unsere Punkte. Das ist so geil hier, ey. Wirklich, Leute, ihr habt's wirklich wieder absolut drauf mit dem Diebstahl. Alter, ey. Ernsthaft jetzt, ey. Ihr seid Penner. Der hat sein Ulti wir haben nicht mal das Ulti. Nee, verpiss dich. Geh nicht wieder auf uns. Er kümmert sich um Dreadnought. Ganz ehrlich, er ist auch gleich down wegen dem Absol. Aber wir haben es in die Luft gejagt. Immerhin. Lamos ist jetzt auch noch da. Oh cool, sein Ulti ging voll daneben. Nein, wieso ging die Bombe denn daneben? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Absol, verpiss dich, Mann. Wir brauchen unser Ulti, Alter. Oh, Alter, wir brauchen diese scheiß Ulti. Das Absol nervt mal sowas von extrem. Aber ehrlich gesagt, der Typ spielt verdammt gut. Ich habe noch nie ein Absol gesehen, was so viel Schaden rausballert. Aber ich will trotzdem nicht, dass die hier punkten. Gehen die zu Dren? Oh, da, den nehmen wir mit. Schmeiß mal einfach eine Bombe rein. Wir sind nicht bei Dreadnought. Jetzt ist er bei Dreadnought. Hat er uns gesehen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Sonst wäre er jetzt nicht abgehauen. Diesmal holen wir ihn uns. Sehr schön. Dreadnought noch mal kurz dabei geholfen. das war knapp.
Wie sagt noch? Wehe, du. Alter! Dich sollte man echt in den Rückgabeschlitz stopfen, du dummes Opfer. Okay, wir haben das Ulti. Endlich. Ja, jetzt kriegst du es aber, ganz ehrlich. Wenn du uns schon wieder so auf den Sack gehen willst. Mann, er chargt immer rein und raus, ey. Der ist so nervig. Ja, ich denke mal, das war's jetzt für uns. So, hier, Psychokinese und Bombe. Ach, wieso muss die daneben gehen? Auch nicht getroffen, nur die Psychokinese. Ach, das war das Vulnuna-Ulti, ich verstehe. Zum Glück konnten wir wieder chargen. Genau, ärger mal das Lamus. Ja, das schaffen wir nicht. Ich glaube, selbst hier werden wir es nicht packen. Eieiei, komm, hol dir das Ding. Ach, ja, sehr schön. Jetzt hat echt er den Vulnuna-Kill gekriegt, das kann nicht wahr sein. Jetzt kommen die wieder angepimmelt da oben, kann das sein? Ja. Ein Bombenvergnügen. Ja genau, lauft ruhig rum wie so ein abgestochenes Wildschwein hier. Uncool. Lurak hat jetzt auch noch sein Ulti gezündet, aber... Ah, ging daneben, shit. Ja, natürlich kriegen wir den Gegowurf ab, wie soll es auch anders sein? Ey, komm, wir hatten schon das Ding, Mann. Ah. Und unser Ulti war echt 10 Sekunden zu spät bereit. Ich weiß nicht, warum der jetzt hinter Absol hinterher rennt, wenn hier unten noch das Glurak war. Naja, egal, unser Kill. Es hat auch unsere Punkte eingesammelt, deswegen ist das nur gerecht. Wieso haben wir denn schon wieder 50? Verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. Wir haben noch gar nicht... Also ja, die haben Zapdos gekillt von uns, aber... Der Kill ging nicht an uns. Also an mich. Deswegen keine Ahnung, wo jetzt die 50 Punkte herkamen. Auf jeden Fall punkten wir jetzt endlich mal wieder. Vulnuna kommt auch an. Hier, wir haben Psychokinese Plus. Achso, ich denke mal, dass Glurak flüchtet vor Ibiza Flora, kann das sein? In die Luft gejagt. Hallo Lamus. Schade, die Bombe ging daneben. Die Psychokinese hat getroffen. Keine Ahnung, wer jetzt schon wieder hin will. Wahrscheinlich einfach nur Zeit schinden, um KP zu regenerieren. So, jetzt kriegt er mehrere Bomben ab. Ah, oh, verdammt, die andere ging daneben. Ah, wir haben ihn trotzdem gekriegt. Schön, schön. Ich glaube, wir haben schon wieder unsere ganzen täglichen Quests erledigt. Kann das sein? Wir haben jetzt sogar, glaube ich, einen Sieg mehr gehabt, als wir benötigt haben. Alter, echt, dieses Absol, ganz ehrlich, dem müssen wir unbedingt eine Freundschaftsanfrage schicken. Das war ja wohl mal der absolute Wahnsinn, wie das Ding abgerockt hat. Wie heftig dieses Vieh Schaden gemacht hat. Alter. Und es ist auch immer wieder gezielt aus unseren Bomben rausgecharged. Heftig. Ja gut, für den MVP hat es diesmal leider nicht gereicht. Ich habe gerade noch mal... Ich weiß nicht, irgendwie ist das gerade während der Aufnahme ausgegangen.
Ich habe nochmal Aufnahme gedrückt, aber es hat nicht aufgenommen. Ich weiß nicht warum. Okay, also wir haben gerade, das habt ihr jetzt leider nicht gesehen, so eine ätzende Mistkacke, alle Belohnungen eingesammelt. Aber naja, ihr kennt ja den kläglichen Kram, also naja. Auf jeden Fall haben wir eine E-Mail-Benachrichtigung gekriegt, hier Friend Notification. Absol hat unsere Freundesanfrage angenommen, das ist cool. Dann können wir morgen eventuell ja mal, wenn er dann auch online ist, während wir online sind, einen Kampf gemeinsam bestreiten. Da wäre ich sehr gespannt drauf. Ja, vielleicht erleben wir das morgen. Bis dann.